zumindest was. Also ich höre irgendeinen Zug in einer Kurve. Ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe, aber ich glaube nicht. Denn ja, diese Geräusche machen halt Züge. Also vielleicht kennt ihr es, wenn ihr in einer Talent 2 fahrt, also bei eurer FF2, und der dann so über entweder über eine Weiche oder so fährt, dann machen die solche Geräusche. Und die Weiche. Ja, okay, man, die Schienen singen schon. Da kommt was. So, genau, das war der. Und eventuell kommt jetzt noch einer aus der Gegenrichtung. Ich muss mal gucken. Ja, und damit, servus. Hier, zurück am Brenner. Ich bin jetzt hier minder gelatscht. Die Schale sagen, jeder, nichts Besonderes. Aber das wird sich hoffentlich bald wieder ändern. Ich kann jetzt 30 Minuten hier bleiben. Danach muss ich weg. Und ja. Also hoffentlich kommt mal ein Güterzug vorbei. Heute ist Sonntag. Ich weiß, Sonntag fahren nicht so viele Güterzüge. Da fahren eher Personenzüge, aber trotzdem. Wo wir frühstücken waren, haben wir auch schon 3 Stück gesehen. 3 Güterzüge. Also die Karten sind eigentlich hier am Brenner ganz gut. Bis dann. So, da kommt was. Und zwar eine... Ach, guck mal. Ein Kohlezug. Also sowas habe ich hier noch gar nicht gesehen auf dem Brenner, dass hier auch sowas transportiert wird, aber naja, auch mal was Neues für mich. Hinten auch das ZP, war das ZP12 oder keine Ahnung, also halt die Zugschlusstafel am letzten Wagen. Ja, sehr schön, okay? Sehr, sehr schön. So, eine halbe Stunde später, eine halbe Stunde nicht, das ist übertrieben, aber ein paar Minuten später, das Signal ist wieder auf grün geschalten. Hoffentlich kommt jetzt mal ein Güterzug mit, naja, einer Vectron. Das war immer nicht schlecht. Bis gleich. Doch bevor der durchfährt, kommt noch ein anderer. Der war jetzt ordentlich lang. Natürlich geht auch die Grüße an den Lokführer zurück. Vielen Dank für die Hupe. Wirklich sehr, sehr nett. Freue ich mich. So, da hinten kommt er schon. Das müsste sogar ein Regionalexpress sein. Oder ein Regionalzug. Nehme ich mal an. Ja, das stimmt. Sehr, sehr nett, wirklich. Schon wieder eine Hupe. Vielen Dank und Grüße zurück an den Lokführer. So, und da kommt direkt der nächste, und zwar ein Taurus. Nach Italien, entweder Richtung Rom, aber nach Rom fahren glaube ich nur die Nacht, die Night Jets, dann vielleicht noch Rimini, Bologna und Verona vielleicht noch, aber
Ja, ihr merkt schon, ich kenne mich in Italien nicht so gut aus. Auf jeden Fall war das eine EBB Taurus. Sehr, sehr schön. So, da kommt schon wieder einer. Naja, hier ist viel Verkehr. So, drei Mal dürft ihr raten, wo ich mich hier befinde. Richtig am Brenner, am Bahnhof Brennerow. Hier ist gerade ein Güterzug eingefahren mit einem leeren Autotransportwagen. Ja, nicht nur mit einem. Da hinten ist was abgestellt und ja, ich warte jetzt hier. So, da kommen gerade 285er vorbei. Beide sind ungekoppelt. Ich meine halt, beide haben hinten nichts dran. Und beide sind von, also beide haben diese Zebrastreifen. Und die bleiben jetzt hier stehen. Genauso wie der andere, der hier steht. Und da wechseln die halt dann das Stromsystem sowie das Sicherungssystem und dann geht's weiter. So, eine Baureihe 440 fährt ein. Talent 1 aus Österreich. Ja, das sieht man jetzt nicht so gut, aber okay. Und auf die haben die Güterzüge hier gewartet. Jetzt fährt die Vectron. Da hinten, die fährt jetzt gerade weg. Koppelt wahrscheinlich jetzt den Güterzug hinten an und dann kommt sie wieder her. Ja, und dann werden auch die beiden anderen hier Ausfahrt kriegen. So, und da kommt von hinten eine Lok. Ah, man sieht sie noch nicht richtig. So, jetzt sieht man sie. Und ich nehme an, die will jetzt hier den Güterzug hier ankoppeln. Aber das sehen wir dann später mal. Ah, das sieht nicht so aus, der beschleunigt nämlich gerade. Rail Traction Company. So, die ist doch schön. Schön die Bremse. So. Jetzt bin ich gespannt, welche Lok jetzt hier den Güterzug hier anhängt. So, da kommt eine Vectron zurück mit einer schwarzen Taurus und die wird jetzt den Güterzug ankoppeln, nehme ich mal an. Weil da eben die beiden Locomotion 185er Platz gemacht haben. Oder? Ne, die koppeln den nicht an. Sehr schön. Na, wenn das mal kein Fang ist. TX Logistics Offroad, Baureihe 193, 555. Sehr, sehr schön. Wow. So, die Vectron wurde extra so, ich sage jetzt mal, dreckig lackiert, weil das ist ja so eine Offroad-Lackierung und das ist ja richtig cool. So, das war's jetzt mal von der Folge. Ich gehe jetzt nochmal Trainspotten, aber das seht ihr dann in einem anderen Video. Ciao.